Mein BMW E39 hat ein neues Fahrwerk bekommen, und zwar das KW V3. Das lässt sich nicht nur in der Höhe, sondern auch in Zug- und Druckstufe einstellen. Kann man also optimal auf seine Lieblingsbedingungen anpassen. Aber erstmal musste dafür das alte Fahrwerk raus und das war so runtergeranzt, dass es sich angefühlt hat, als ob ich auf Steinen fahren würde. Genauso wie das total kaputte Domlager. Beim starken Einlenken hat das immer ein extrem lautes Knackgeräusch von sich gegeben. Deswegen jetzt raus mit dem alten Ranz und rein mit den neuen guten Teilen. Das Fahrwerk habe ich übrigens direkt bei KW einbauen lassen, zusammen mit den BBS-Felgen, denn KW und BBS gehört ja zusammen und das konnten die dann auch perfekt auf mein Fahrzeug einstellen. So sieht übrigens ein neues, frisches Domlager aus, das wurde natürlich danach auch noch montiert. Dann kamen die neuen Felgen drauf und dann ging es auch schon an die Achsvermessung. Das wird mit so einem Laser gemacht, anfangs hat noch nicht alles hundertprozentig gepasst, aber das haben die Jungs dann nochmal nachbearbeitet und danach war die Achse perfekt vermessen. Und so einfach lässt sich übrigens die Zugstufe verstellen, das kann man ganz einfach selber machen. Und verdammt, die Karre fährt jetzt so gut, als würde ich in einem komplett anderen Auto sitzen.